Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hier hinter mir seht ihr ja eine Palette. Das ist selbst zugeschnittenes Holz, was ihr auch gleich noch genauer sehen werdet. Und das will ich heute mal zuschneiden, denn das hat ein paar Gründe. Das, was ihr hier seht, ist fast alles Holz, was ich mit meinem Kettensägewerk, was ich irgendwie vor 2 oder 3 Jahren gebaut habe, selber zugeschnitten habe. Was sind hier zum Beispiel Kirsche, hier sehen wir Lindenholz, hier sehen wir noch ein bisschen Rubinie. Das waren alles Baumstämme, die habe ich mit meinem Vater direkt im Wald zugeschnitten. Und heute will ich die mal durch die Hobelmaschine schmeißen, denn ich will sie mal handlicher zuschneiden. Denn so wie sie hier liegen, werden sie sehr wahrscheinlich die nächsten Jahre auch noch weiterhin liegen. Denn es ist ein bisschen unpraktisch, das hier so zu verarbeiten, wie ich derzeit halt eben Projekte baue. Hat ein paar Gründe. Hier spricht der Philipp aus der Zukunft. Ich knolle gerade hinten so ein bisschen an dem Blockbandsägewerk rum. Das soll diese Woche auch noch fertig werden. Das bedeutet, bald gibt es davon ein Video. Aber ich will hier diese kleine Gelegenheit nutzen, um euch was richtig Dummes zu zeigen. Ich habe mich dazu entschieden, Tassen zu machen. Die könnt ihr jetzt vorbestellen. Diejenigen, die halt eben vorbestellen, bekommen sie ein bisschen günstiger. Schaut es euch auf jeden Fall an. Das Fotoshooting ist richtig dumm. Die Tassen sind auch richtig dumm. Vielleicht kann ich jemandem damit so ein kleines Lächeln ins Gesicht bringen. Und genau, der Link in der Beschreibung findet ihr dort. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Wie gesagt, schaut euch die Tassen auf der Webseite an. Richtig dumm. Ne? Jetzt geht es aber mit dem Projekt weiter und ich mache mit dem Projekt weiter. Ich will auf jeden Fall nicht, dass ich hier den Eindruck vermittle, dass ich das Holz hier gar nicht notwendig habe und ich mir im Sägewerk alles kaufen kann. Ganz und gar nicht. Nur das Ding ist halt eben mit diesen Bohlen hier, das werdet ihr auch gleich noch genau sehen, das ist nicht so gut geeignet, um irgendwie zum Beispiel ein Möbel zu bauen, weil es halt zuallererst relativ kurz ist. Wenn wir dann da von vorne und hinten jeweils 5 oder 10 cm abschneiden, ist nicht mehr so viel Holz da. Des Weiteren ist es halt eben so, dass das Format, so wie es hier liegt, einfach auch ein bisschen unpraktisch ist, weil die Stärke ein bisschen zu dick ist, viele Risse drin sind. Heißt unterm Strich, wenn ich daraus irgendwie ein Brett verleihen möchte, für zum Beispiel einen Unterschrank, hier für meine Werkbank, dann ist das Holz hier nicht so gut geeignet. Da macht es dann tatsächlich, finde ich, ein bisschen mehr Sinn, so wie ich jetzt hier aufgestellt bin, dass ich mir ein bisschen Holz im Holzgroßhandel kaufe und das halt eben viel, viel effizienter zuschneiden kann. Ich habe euch nämlich in einem eigenen Video mal gezeigt, was solches Holz hier kostet. Da seht ihr auch noch hier, das habe ich markiert, wie das Ganze hier weggerechnet wird. Also wenn ihr Holz im Holzgroßhandel kaufen möchtet, schaut euch das Video an. Da sage ich euch auch genaue Preise, was zum Beispiel Eschenholz kostet oder Walnuss nicht, sondern da unten ist noch ein Streifen Buchenholz, was das halt eben kostet und wie das geht. Also wir halten fest, wenn ich Massivholzmöbel baue, kaufe ich lieber das Holz, weil ich das schneller bearbeiten kann und effizienter. Für die meisten Projekte, die jetzt hier die nächsten Wochen und Monate kommen werden und für die vergangenen Projekte. Für eine Sache ist das hier aber richtig gut. Und zwar ist das Drechseln. Das ist ein tolles Format für ein Projekt, was ich sowieso immer und immer wieder drechsel, was super viel Spaß macht, anderen zu zeigen. Und dafür brauche ich halt hier, speziell bei dem Kirschholz, Kanthölzer. Das bedeutet, wir werden hieraus Kanthölzer machen. Was genau dann aus diesen Kanthölzern gemacht werden kann, zeige ich euch vielleicht ein bisschen später. Außerdem werde ich hier das Holz, das ist zum Beispiel Lindenholz, das werde ich jetzt auch einfach mal gleich durch die dicken Hobelmaschine fahren, damit das halt eben so ist, dass ich besser sehe, was ich daraus halt eben machen kann. Denn aus dem Lindenholz will ich tatsächlich ein genaues Projekt machen. Da ist es dann noch nicht so schlimm, wenn ein paar Risse drin sind. Ich wurde nämlich gehackt. Das ist ein Projekt dagegen oder dafür tatsächlich. Also ich werde wirklich gehackt. Da hat jemand irgendwie 500, 600 Euro von meiner Kreditkarte abgezogen. Werde ich euch aber in dem Video erklären. Also abonniert doch gerne den Kanal. War tatsächlich super ärgerlich. Waren wieder eine Mese. Der hat sich bei mir reingeschlichen. Darum soll es aber im heutigen Video nicht gehen. Ein weiterer Grund, warum ich das jetzt zuschneiden will, ist halt einfach, dass ich dann danach so die ganzen Abfälle, die ich sowieso nicht verarbeiten kann, kleinschneiden kann. Kann es zum Beispiel verbrennen. Und das, was ich dann hergerichtet habe, kann ich viel platzsparender und organisierter in ein Regal räumen. Das ist so der zweite Grund. Aber um damit anfangen zu können, müssen wir erstmal die Palette oben rausheben. Und so der kleine Nebeneffekt ist auch, dass ich da eine Maschine da vielleicht nochmal hinstellen kann. So, jetzt können wir mit dem Hochhubwagen die ganzen Paletten da oben einfach runterheben. Wir werden jetzt mal Stückchen für Stückchen vorgehen, auch direkt so ein bisschen aussortieren und uns das Holz ein bisschen genauer anschauen. Hier haben wir ein schönes Stück Kirschholz, das habe ich auch schon einmal gehobelt, deswegen das müssen wir nur noch zuschneiden. Hier bin ich mal nicht genau sicher, was das ist, das werden wir aber auch mal hobeln. Das habe ich tatsächlich mitgenommen, als wir den Langbandschleifer gekauft haben. Das könnte irgendwie Walnuss sein, ich bin mir aber auch hier nicht genau sicher. Das hier ist Rubinie, das habe ich auch, wie gesagt, alles selbst geschnitten, eine schöne Rubinienbohle.
Ist auch schön stark. Ich glaube, das waren 60 oder 70 mm. Ein Stück Mirandi, ein Stück Fichte. Das wird klein geschnitten. Das hier war der erste Schnitt, einer von den ersten Schnitten, den ich mit meinem Bandsägewerk gemacht habe. Hier ein Stück Eichenholz, was noch nass war. Da habe ich ein bisschen was draus gebaut und da hat sich alles mit verzogen. Deswegen, da werden wir mal schauen. Hier haben wir auch noch so einen Kandidaten, der ist noch aus der alten Werkstatt. Da hat der da schon jahrelang draußen gelegen und jetzt liegt er hier. Deswegen muss ich hier einfach ein bisschen mal ausmisten. Hier sieht man auch noch mal so ein kleines Problem, was dann auch solche Stapel ein bisschen ergeben. Wenn man halt nicht so eine ideale Absaugung hat und halt eben richtig viel Holz durch die Werkstatt durchknallt, dann lagert sich hier dieser Staub überall ab und alles, was man in die Hände nimmt, ist halt echt immer super, super staubig und deswegen ist man halt immer super schnell dreckig. Nichtsdestotrotz ist das nicht schlimm, denn besser haben als brauchen. Hier seht ihr jetzt einmal das Material, was ich durch die Dickenhobelmaschine durchgeschoben habe. Das ist jetzt nicht plan, muss es auch nicht sein. Das ist nur, dass wir eine gerade Fläche haben, damit wir das Ganze ein bisschen besser durch die Tischkreissäge schieben können. Hier das Brett habe ich übrigens abgerichtet. Das hat vorher ungefähr ausgesehen wie hier. Wenn man es oft genug abrichtet, dann wird auch hier diese Seite plan. Das hier ist die Seite für den Anschlag. Wenn ich das Ganze später auf Länge zuschneide, werde ich da einen kleinen Trick benutzen. Den werde ich euch dann noch zeigen. Aber jetzt müssen wir als erstes noch alles auf ein Kantholzmaß schneiden. Das heißt, alles zu quadratischen Leisten. Hier solche Fehler werde ich jetzt in dem Fall nicht beachten, weil das sonst viel zu lange dauern würde, hier alles rauszuschneiden. Ich werde jetzt einfach alles mit einer Einstellung pro Bohle, mit der passenden Breite, damit es halt eben quadratisch wird, zuschneiden. Und später gibt es halt eben, wie gesagt, den Trick, wie ich das Ganze ablänge. Wenn man wirklich so schräge Bohlen durch die Tischkreissäge schiebt, das ist immer schon eine krasse Belastung. Wobei ich mir halt eben hier denke, normalerweise an Formatkreissägen sind die auch schrägen, da müssen Tischkreissägen, das sind der Güter halt auch halt eben abkönnen, wenn dann das Holz wirklich mal alles ein bisschen zusammendrückt. Deswegen mache ich das, deswegen denke ich mir, dass es auch vollkommen okay ist, schräge Bohlen auf der Tischkreissäge zuzuschneiden. Ist ja quasi der Grobzuschnitt. Das hier ist jetzt alles als Brennholz schon mal angefallen und hier liegen jetzt diese ganzen Kanthölzer. Wie gesagt, da ist sehr, sehr viel Ausschuss dabei, keine Frage. Aber deswegen gibt es jetzt einen Trick. Also, eigentlich wollte ich ja euch nur diesen Trick zeigen. Dann hatte mein Vater doch noch spontan Zeit und wir haben da was dazwischen geschoben. Also dieses Video, das ist jetzt schon irgendwie 7 Tage her, seitdem ich angefangen habe, das hier zu machen. Und es ist irgendwie so viel anderes Zeug passiert, was ich aber immer ein bisschen schlecht filmen kann. Deswegen zeige ich euch jetzt mal fix, was gerade passiert ist. Denn das ist mega abgefahren. Ich habe wieder so viel Platz und das zeige ich euch jetzt mal fix. Hat ja am Anfang die Palette gestanden und da hat auch was gestanden. Und zwar mein Blockbandsägewerk. Das steht da aber nicht mehr, denn das hat alles jetzt gut funktioniert mit dem TÜV. Weswegen ich das Blockbandsägewerk jetzt hinten draufstellen konnte. Und schaut euch mal an, wie viel Platz jetzt hier wieder ist. Ist das nicht schön? Kann ich wieder ganz viel altes grünes Zeug reinstellen. Ich habe noch so ein paar Probleme für dieses Jahr richtig anzufangen, weil dieses Jahr steht extrem viel an, was auch extrem, extrem teuer und auch extrem aufwendig ist. Und dann habe ich immer so ein bisschen Kopfkino und habe ein paar Probleme ins Machen zu kommen, also mit dem Start dann loszulegen. Soll euch aber gar nicht stören in dem Video. Ich zeige euch mal das Blockbandsägewerk fix und dann geht es auch gleich wirklich mit dem Projekt weiter. Aber ich denke, das hier ist wirklich interessant. Zuallererst mal da unten das ist mein Anhänger. Den habe ich komplett umgebaut. Der hat jetzt auch TÜV. Ich habe das Bett hier vorne verlängert. Hier vorne, also das, was da drauf liegt, ist sowieso das Sägewerk. Da sind jetzt noch etwa 30 Stunden Arbeit.
aber das ist das Sägewerk, was ich gebaut habe. Ist das nicht cool? Für die Leute, die das nicht mitbekommen haben, da gibt es eine eigene Playlist, wo die Videos zu dem Bau von diesem Teil drin sind. Es hat jetzt irgendwie 8 Monate nichts zu dem Projekt hier gegeben. Da wird es auch bald mal ein Infovideo geben, warum das so war. Aber wenn dich das Thema Blockbandsägewerk interessiert, also wie man selbst Bohlen schneidet mit einem richtigen mobilen Sägewerk, dann abonniere doch gerne den Kanal. Ich werde jetzt versuchen, in den nächsten 2-3 Wochen damit was schneiden zu gehen, aber ich zeige dir einmal fix, wie das Teil auf der Rollbahn rollt. Sieht ein bisschen russig aus, wie ich finde. Aber es funktioniert tatsächlich. Das ist das Komische tatsächlich. Oh Mann, so geil das Teil. So, jetzt machen wir fix nochmal die Handbremse drin, damit sie endlich das böse Erwachen gibt. Handbremse ist gesetzt. Mann und wieder, vielleicht packe ich es in dem ja auch mal ein Staubfreiwerk dazu bekommen. So, und jetzt endgültig zu dem Tipp, den ich euch geben kann. Also, wir haben hier diese Holzstücke, bei denen wir halt eben Stücke rausschneiden möchten mit einer gleichbleibenden Länge. Die muss natürlich nicht ganz exakt bleiben, weil es fürs Drechseln ist und da ist es nicht so wirklich wichtig, ob ein Teil 1 mm länger oder kürzer ist. Das Problem ist halt eben nur, dass wir halt hier viele Stücke dazwischen haben, die halt Brennholz zum Beispiel sind. Zum Beispiel das Anfangsstück, da sind hier viele Äste, die müssen wir rausschneiden, denn ich will wirklich das cleane Holz, wo keine Risse drin sind und was ich da noch gut drechseln lassen kann. Das bedeutet, wir brauchen jetzt einen Anschlag, den wir entspannt benutzen können, um auf unser eingestelltes Maß zu kommen. Und wir müssen darüber hinaus ganz einfach kommen, weil wir jetzt viele Stücke schneiden müssen, damit wir halt eben das Abfallholz vorher raustrennen können. Und da ist hier dieses blaue Klebeband oder normales Klebeband natürlich ein richtig guter Trick. Denn ihr müsst nichts bauen, es ist super günstig und es geht sau einfach. Ich nehme das zum zweiten Mal auf, deswegen ist hier jetzt schon ein bisschen Klebeband. Aber für euch zum Verdeutlichen, packt da einfach 3, 4, 5 Schichten Klebeband drüber, dass ihr so einen kleinen Ansatz habt. Und das reicht auch schon, um das als Anschlag zu nutzen. Jetzt können wir nämlich einfach mit unserem Material, wenn wir jetzt auf die Länge das Ganze schneiden möchten, dagegen fahren und können das Ganze abschneiden. Und wenn wir halt eben mehr Material wegtrennen möchten, wie jetzt in dem Fall zum Beispiel, können wir auch über das Kreppband und das stört gar nicht beim Sägen. Ich habe jetzt hier schon ein paar Stücke geschnitten und ihr seht, da ist der Abstand wirklich ziemlich gleichbleibend. Und das ist, wie gesagt, fürs Drechseln mehr als ausreichend. So könnt ihr sehr einfach einen Anschlag auf eurer Maschine setzen, wenn ihr Material grob zuschneidet. Wie vieles wird auch jetzt dieser Plan wieder über den Haufen geworfen, denn da, wo ich eigentlich mein Kreppband hinmachen müsste, ist hier diese Nut im Tisch. Und deswegen werde ich jetzt einen Magnetstopp benutzen. Aber für euch zur Info, ich habe diesen Trick mit diesem Klebeband schon echt super oft benutzt. Mega entspannt. Wie gesagt, probiert es aus, funktioniert echt gut. Weil da jetzt halt eben die T-Nut ist, werde ich einen Magnetstopp benutzen und das als Anschlag nutzen. Ich finde die andere Variante tatsächlich immer noch besser, denn hier mit dem Magnetstopp müsst ihr immer ein bisschen weiter nach hinten fahren, um das Ganze halt eben als Anschlag zu nutzen. Bei dem anderen könnt ihr halt eben über die ganze Länge fahren. Was genau meine ich denn damit? Also, damit ihr hier diesen Anschlag bei diesem Magnetstopp nutzen könnt, müsst ihr immer viel weiter nach hinten fahren, damit ihr vorne halt eben noch den Freiraum habt, wenn ihr halt eben länger schneiden möchtet. Deswegen hier die blaue Klebebandmethode finde ich immer noch besser als hier mit so einem Magnetstopp. Kurze Erklärung, warum ich hier dieses Stück Holz auch klein geschnitten habe. Das ist ein Stück Kirschholz und Kirschholz ist natürlich sehr schön. Hier leicht rosa, ein schön dunkler Kern. Aber hier dieses Stück hatte einen riesengroßen Nachteil. Ich will das nur kurz erklären, weil wenn man kein Holz hat, ganz klar, dann ist natürlich jedes Stück Holz super wertvoll. Und wahrscheinlich werden jetzt mich viele auch anschreiben und sagen, ey Philipp, du Dödel, ich hätte das gebrauchen können. Aber tatsächlich ist so der zeitliche Aufwand, um hier was rauszuschneiden, erstmal so der eine Punkt und der nächste Punkt ist halt auch einfach, dass es nicht wert ist. Es ist zu gefährlich. Wegen diesen paar Stückchen, die man da nur rausbekäme, hier sind sehr viele Haarrisse drin. Das heißt, viele Stücke sind sowieso Abfall. Selbst wenn sie auf der Seite schön aussehen, hier ist dann schon der nächste Riss drin. Und ich sehe es mittlerweile so,
wenn ich das jetzt zuschneide, ins Regal lege und jemand kommt und ich zeige dir irgendwie, wie man was drechselt und da ist dann ein Stück Haarriss und dem fliegt das um die Ohren, das ist es mal nicht wert. Viele sagen ja oder denken, glaube ich, immer, dass ich echt gar nicht auf die Sicherheit achte, aber dem ist nicht der Fall. Schönes Stück Holz auf der Seite, hier wieder ein Riss. Also unterm Strich ist wirklich nicht viel Holz mehr dran, was man hier noch draus oder was ich draus machen kann. Natürlich gibt es immer andere Leute, die noch anderes draus machen könnten, aber ganz kurz die Erklärung, warum ich das jetzt tatsächlich klein schneide. Und ich habe es jetzt, glaube ich, seit 10 Jahren liegt es überall immer nur im Regal rum. Das war hundsschwer und deswegen ist heute der Tag gekommen, dass ich es klein schneide. Das hier sind jetzt die ganzen Kanteln geworden. Also das ist alles selbstgeschnittenes Kirschholz. Das Eichenholz hatte ich noch. Da ist noch ein bisschen Buchenholz dabei. Das ist jetzt tatsächlich fast die ganze Palette gewesen. Also es ist schon abgefahren, wie viel von dieser ganzen Palette nur noch übrig geblieben ist. Da liegen jetzt natürlich noch ein paar Bohlen, aber das ist kein Hartholz und das ist kein Holz mit einer spezielleren Maserung, weswegen ich das nicht zu Kanteln runterschneiden werde. Wieso habe ich jetzt die ganzen Teile so runtergeschnitten, wie ich sie runtergeschnitten habe? Das sind alles Drechselrohlinge, um Flaschenöffner zu drechseln. Das ist so ein Ding, also die drechsel ich selbst mit am liebsten. Das geht schnell, es macht super viel Spaß und wenn ihr mal wollt, könnt ihr halt eben 3-4 Stück am Stück machen und könnt die halt verschenken, verkaufen, was auch immer. Und weil ich weiß, dass ich die immer an Weihnachten drechsel, ich verschenke die dann. Und auf dem Weihnachtsmarkt mache ich auch immer so ein bisschen so ein kleines Zuschauertreffen. Und da drechsel ich dann auch immer welche und die verschenke ich dann immer so ein bisschen an die Leute. Und weil ich weiß, dass ich sowieso viele Flaschenöffner noch drechseln werde, die müssen ja nicht dieses Jahr aufgebraucht werden, wahrscheinlich aber trotzdem, habe ich halt einfach jetzt die ganze Palette zu diesem Format runtergeschnitten, damit ich halt eben den Platz habe. Ich habe das Material für die Zukunft. Und vor allen Dingen wieder ein bisschen mehr Ordnung für die Werkstatt. Eine kleine Info, diese Bohlen hier werde ich jetzt doch nicht zuschneiden bzw. zuhobeln, weil ich werde sie doch erst aus Format schneiden und dann richtig abrichten und dann richtig auf Dicke hobeln. Denn daraus werde ich ein relativ spezielles Projekt machen. Ich wurde nämlich gehackt, das habe ich am Anfang ja auch schon erwähnt. Und da werde ich mal was Kleines bauen, damit ich mich ein bisschen abreagieren kann. Das wird aber das nächste Projekt sein. Nur als Info, da hat jemand halt Kohle von meiner Kreditkarte schön nach Vietnam abgezogen. Aber da bekommst du ein paar Infos im nächsten Video, deswegen, wie gesagt, dieses Jahr passiert noch ganz, ganz viel in der Werkstatt und jetzt hast du mal gesehen, was ich aus diesen ganzen Bohlen zugeschnitten habe. Ist ja vielleicht auch mal so eine Idee für dich, dass du einfach Material, was du noch über hast, immer mal sammelst und dann immer mal durch die Tischkreissäge schmeißt und dann halt eben auf ein passendes Format schneidest, um dann halt eben Ordnung zu haben und Material für zukünftige Drechselprojekte zum Beispiel. Das soll es für heute gewesen sein. Hier verlinke ich dir noch 2 Videos, die dich vielleicht interessieren könnten und sag bis zum nächsten Video. Tschüss.